meine Lieben, herzlich willkommen. Heute habe ich etwas ganz Besonderes für euch. Und zwar habe ich ein Replay bekommen. Und zwar von meinen Mega-Made-Flashplays. Und das schauen wir uns jetzt zusammen an. Und ich werde es euch erläutern, warum ich das tue. Erstens ist ein geiler Mate. Zweitens, der kann richtig geil fliegen. Und ich werde natürlich dusselige Kommentare dazu abgeben. Ja, er meinte, bitte mach mal mein Replay und wir soll ich das mal hochladen. Das mache ich für euch und natürlich mit geilen Kommentaren vom Joey Doi. So, also, wie ihr seht, seht ihr nichts. Ja. So, ich werde natürlich immer auf ihm bleiben. Und er verbindet. Es ist nichts passiert. Es ist klassisch. Ja, braucht aber lange, bis er da ist. Ja? Nur mal so nebenbei. 20 Minuten geht das Ganze. Also, ich werde 20 Minuten durchlabern. Da ist schon einer abgestürzt. Und der Flashplay ist noch nicht mehr da, ja? Der ist quasi Chuck Norris. Ja, kommt rein, stützen der ist ab. Ast rein. Also. Er fliegt hier die BF-109. Er fliegt ohne Rebattles. Weil er es kann. Ja. Alter Schwede. So. Also im Moment fliegt er natürlich erstmal nur in Ruhe hin. Irgendwie sieht es so aus, als wenn sie gleich schon verlieren. Ne? Nach 2 Minuten. Komisch, aber ich glaube, es ist ein. Die Aufträge werden dann nochmal gemacht oder irgendwie sowas. Wäre ja ein bisschen komisch, ja. Das Spiel hat noch nicht mal angefangen und. Haben schon verloren. So, der Flashy fliegt hier in aller Ruhe. Können wir diese Dinger dann nicht wegmachen? Jo, guck mal hier. Ja, guck mal, das machen wir aber alles weg. Da habt ihr. Könnt ihr viel mehr sehen. Das sieht doch viel besser aus. So. Ja, er konzentriert sich, er gibt sich Mühe. Also gerade fliegen kann er. Ja, das muss ich ihm lassen. Ja, sieht gut aus. Aber Flash hast du fein gemacht. Ja. Gerade ausfliegen kannst du. Kann er. Ja, linke Flügel ist wie rechte Flügel. Hat er. Check. Höhe gecheckt. Kilometer, Kurs, check. Check, check. Alles gecheckt, läuft. So. Schauen wir mal. Wie Sie sehen, sehen Sie noch nichts. Schöne Landschaft übrigens. Wir haben leichten Nebel. Von der Uhrzeit bis kurz vor 10. Wir mit Ausschau auf bombiges Wetter haben wir heute. Er guckt sich das jetzt nochmal von der anderen Seite aus an. Ja, sieht genauso aus. Alles klar. Er wollte nur nicht, dass er Co-Pilot einschläft. Deswegen hat er es einmal gemacht. Denke ich. Da unten kämpfen sie schon. Der Oda-Wing. Der legt sich gleich mit 2 an die P61. Besser ist. Wir sind in einer gespannten Höhe von 4000 Meter. Missionsziel abgeschlossen. Und er sagt sich, let's do it. Er hat die 6 drauf gemacht. Warum? Keine Ahnung. Er findet, glaube ich, die 6 cool. Ich glaube, irgendwas hat das zu bedeuten. Ich weiß es nicht, muss ich nochmal fragen. Oh, er visiert die BF-109 an. Er will der Spitfire helfen. Oder auch nicht. Er kann sich nicht entschließen. Er geht ab in Sturzflug. Doch, er will ihn sich holen. Oder die Sonne ist schön schon aufgegangen. Das scheint viel zu versprechen zu werden heute. Jo, da ist sie nicht weit weg. Nur noch 1 Kilometer. Und er geht höher. Da kommt die nächste 5 Kilometer, 4. Die ist recht schnell, Flash. Was willst du tun? Da kommt eine Focker Wolf. 2 sogar. Ja, wen holt er sich? Wen will er?
Was will er? Warum will er? Hier kommt eine BF 109. Ah ja, 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 muss ich erstmal rechten Flügel beschädigt. Ah, sowas nennt man Lack. Ja. Klassischer Lackshot. Ja. Also, so. Das lasse ich mal so stehen. Natürlich kann ich auch sagen, ja, das ist gewollt. Ja. Da, Flügel beschädigt. Also ich hätte es nicht besser machen können. Ja. Bei mir wäre es andersrum gewesen. 30 Sekunden wäre ich down gewesen. Oh, oh, da fliegen die ersten Teile vom Gegner. Und da hat er ihn. Das war schon mal Nummer 1. Ja, das, schon nicht, das war nicht übel. Ja. Kann nicht so stehen lassen. Er nimmt die zweite in den Visier. Kriegt er ihn auch? Wetten können jetzt abgegeben werden. Das Wettlokal schließt in wenigen Minuten. Oh, da ist die nächste, der Raffis 0. Bist du dran, bist du nicht dran, Becken, Jung. Er schießt. Und da ist der nächste raus. Ja, wenn es einer kann, ne, dann der Flashy. Da steht Fliegerschl direkt dran. Flash hat keine Angst. Ja, der ist hart wie Kruppstahl, zäh wie Sattelleder, schnell wie ein Windhund. Der hat doch nichts Angst. Oh, mir wäre jetzt schon schlecht. Ja. Dreimal rumgedreht und ich wüsste immer noch nicht, wo oben ist. Ist jetzt oben unten oder unten ist oben oder wird? Ach, da ist Wasser. Okay. Alles gleich. Das ist andersrum. Sehr gut. Links sind welche Flash? Ja. Er wartet. Aha, er lässt sein Opfer ziehen. Ah, da ist noch einer. Ja, Flash, du musst ganz schön aufpassen. Und unter dir ist auch noch einer. Alter Schwede. Ja, der kennt da nix. Ja. Ah, 4 Stück sind da noch. Alter Schwede. Bäm, Heck beschädigt. Nummer 3. Ja. Alter Schwede. Ja. Nummer. Oh, okay, jetzt hat er einen abgekriegt. Hat das Höhenruder erwischt. Da hat er ihn. Die Spitze ist weg vom Flash. Aber das macht ihm nichts. Oder es macht ihn doch was. Die kriege ich nicht mehr hochgerissen, aber. Er hat sich 5 Kills geholt. Heidewitzka, ne? Für die erste Runde nicht schlecht. Das war gar nicht übel. Gar nicht übel. Er ist jetzt abgesunken. Er ist jetzt abgesoffen. Na, da wird ihn keiner mehr retten können. Aber hat er gut gemacht, muss ich sagen. Ja. Er ist leider, er hat verloren, aber er hat 5 Kills gemacht. Das war nicht schlecht. Und damit sind wir auch schon raus, meine Lieben. Ja, ich habe euch den Flash präsentiert. Meine Kommentare natürlich dazu. Das muss so sein, ja. Weil ich sollte auch hochladen. Also, wir gucken uns noch ein, zwei Sekunden das Wasser an. Ich erzähle euch noch was. Wenn ihr so fliegen lernen wollt, ja, dann fliegt mit uns. Und damit sage ich, ciao mit V, haut rein, so wird's gemacht. Das ist pure Kontrolle. Und wir sind weg.